So, hallo an alle zu einem neuen kleinen Projekt in einer etwas größeren, mittelgroßen Gruppe. Ich werde schon auf den Kopf geschlagen von einem gewissen Herren mit einem Schnitzel auf der Brust. Darf ich vorstellen, ich muss nur kurz F1 rausmachen. Hier seht ihr die Namen. Wir machen ein kleines Together-Projekt namens WinCraft und die ganzen Teilnehmer hier einerseits will ich kurz vorstellen. Wir haben das Team von Bockjob Media natürlich dabei. Hallo, erstmal. Guten Tag. Moin. Und den Alex, der ein bisschen komisch reinguckt. Den dürfen wir nicht vergessen. Der guckt immer zur Seite. Der hat einen schrägen Kopf. Der saß als Kind immer seitlich zum Fernseher. Und genau, mein Kopf wird immer nach links. Dann ist es so geblieben. Wollte mich nicht erschrecken, deshalb hat er sich jetzt so komisch dahingestellt. In Wirklichkeit hat er sein Gesicht auf der Seite. Genau. Die Kanäle und alles mögliche sind natürlich in der Beschreibung verlinkt. Könnt gerne bei den anderen vorbeischauen und die Sichten von denen sich ansehen. Worum das Ganze hier geht, ist auch eigentlich relativ einfach erklärt. Es ist mal was Neues. Es ist ein MMO in Minecraft, verschiedene und Klassen. Und das heißt WinCraft. Genau, WinCraft, verschiedene Klassen, Leveln, Monster killen, Mob Drops, Dungeons, Bosse und was weiß ich nicht alles. Und ja, ich würde sagen, los geht's. Genau. Und Link zu dem, also Server-IP ist auch in der Beschreibung, da könnt ihr selbstverständlich genau. auch genau. drauf spielen und Spaß haben. Wir sind hier, haben hier gerade gestartet. Wollen kurz sagen, also es gibt auf jeden Fall halt wie in so einem schönen MMORPG Klassen. Ich habe die Klasse des Kriegers gewählt mit meiner Schaufel, die eigentlich ein Schwert sein sollte. Genau. Nein, ein Speer eigentlich. Für Magier habe meinen übelsten Zauberstab ausgepackt. Und die Magier-Bros. Grade, genau, wir haben zwei Magier. Es gibt ganz viele Klassen. Zwei Magier, Assassine, Bogenschütze und Ritter. Und wir wollen das ein bisschen aufteilen, damit alles abgedeckt ist. Und hier vorne fangen wir erstmal an und machen einen ersten Quest, würde ich sagen. Dafür müssen genau. wir Genau, denn wenn wir das Questbook öffnen, sehen wir unsere... Genau, müssen wir ja. den Carven-Driver hier... Ja, ich bin Assassine und ich habe eine Schere. Wir schauen nochmal bei uns mit dem Texture Pack, ob wir das nochmal anpassen ein bisschen. Ich werde das definitiv nochmal anpassen. Also jeder das sind ja nicht auf. So viele Sachen. Also wir sind ja in einer Party, müssen wir trotzdem jeder mit dem jetzt reden? Wir müssen jeder mit dem reden, glaube ich, weil der Quest hier rede ich, ja. ist. Ihr müsst übrigens nicht mit dem Shop-Typen reden, glaube ich, sondern mit dem Carven-Driver hier. Ah. Das ist der hier hinten. Für alle, die zuschauen, ganz kurz, man muss sich ein bisschen reinlesen, ein bisschen mit reinkommen. Das heißt, die ersten Folgen sind vielleicht ein bisschen wichtig, um das Ganze zu verstehen. Deshalb, ja, am besten hier ein bisschen genauer hinschauen. Und ich übersetze das Ganze vielleicht mal, was der hier erzählt. Und zwar, ja, der Carven Driver. Okay, endlich, du bist aufgewacht. Ich war schon ein bisschen besorgt. Unsere Karawane ist, hat ein Rad verloren vor ein paar Stunden und wir müssen jetzt den Rest der Straße zu Fuß laufen. Die anderen Passagiere sind schon vorgelaufen und du sollst denen auch ein bisschen hinterherlaufen oder dich beeilen. Der König wartet auf dich. Aber bevor du gehst, nimm dir diese Emeralds und kauf dir ein bisschen Rüstung. Ist nicht immer sicher hier in der Gegend. Schaut mal auf meinen Kopf. Ah, er hat sie schon geholt. Okay. Swaggy the Swooty. Und wir sollen uns daran erinnern, unseren Spell immer zu benutzen, wenn wir in Gefahr sind. Wir wissen ja, ja nicht, genau. Ich zum Beispiel kann mit rechts, links, rechts so eine miese Kombo machen und dann ist so komische Partikel um mich rum. Und was er genau bringt, der macht auf jeden Fall Damage und dann, genau. Ja. Bei Level aufstiegen wird es auch dann so sein, dass sich die Skills ändern. Also man wird neue Skills bekommen und Alten Skills werden auch verstärkt und ein bisschen upgraded, je nachdem welches Level man erreicht. Ja. Ich kann heilen. Wir können sehen, bei der Rüstung, die haben auch ein eigenes Level jeweils und eine Levelbegrenzung, aber man die tragen kann. Emeralds sind hier Währung und unsere Waffe ist halt in dem Fall ein Stick, auch wieder Level begrenzt und ja, es kann nur besser werden. Oder bei Charakter-Info kann man halt noch sehen, wie viel man auf die unterschiedlichen Attribute gesetzt hat. Was ist der Arrow oder für was ist der? Pfeil. Ich habe 64 Pfeile, die kann ich aber nicht bewegen im Inventar. Das ist eine sehr gute Frage, das ist glaube ich für die Archer-Klasse, dass die einen Bogen halt dann nehmen kann und die. Ja, aber ich bin ja nicht Archer, ich bin ja Assassine. Ja gut, ich kann es nicht genau erklären, ich habe die auch beim Krieger drauf. Ich habe Magier drin. Wollen wir den Weg jetzt mal lang gehen? Genau, ja. Das heißt, wir sollen uns schon mal beeilen. Weil beziehungsweise, können wir mit dem hier reden? Welche Klasse trägt Scheren? Also. Kilian. Kilian, ich habe für dich eine Schere. Schere ist Assassine. So, also halt, nichts abbauen. Kilian, meine Opfergabe hier. Und ich möchte jetzt schon mal darauf verweisen, dass ich großer Fan von der Musik bin. Genau, ja, so. Ist geil. Achtung, jetzt kommt hier die Chatnachrichten. Untote, wir sind unter Attacke. Was schreibt ihr noch genau? Wir sollen die Waffen benutzen, um uns zu verteidigen. Und, genau. Wir müssen uns beeilen, der König wartet auf uns. Und die kann man immer so ein bisschen leveln. Ihr seht schon die Zombies. Die machen jetzt auch Schaden. Die Chickens haben einfach noch nicht viel Schaden gemacht. Und wenn ihr low an Level seid, einfach Bescheid sagen. Ich kann euch dann heilen, gell? Ich heile mich. Fühl mich gerade echt so wie am Anfang von so einem Online-Jingle, wie bei Guild Wars oder irgendwas. Genau, ja, das ist echt so.
Und die ganze Zeit mache ich halt diese Kombi, rechts, links, rechts. Und dafür braucht man Mana, ne? Das geht ja runter davon. Und was, ja, die Essensleiste. Ja, unser Mana ist die Essensleiste und jo. Wir sind sogar haben wir jetzt alle gleichzeitig gelevelt? Ja, alle gleichzeitig. Weil, weil wir jetzt in einer Party sind. Ich bin nicht. Ich bin auch noch Level 1. Dann kill mal was nebenbei noch. Ah, und jetzt können wir Skillpoints verteilen, richtig? Genau, Skillpoints. Im Buch oder im Kompass? Auf dem Kompass, wir haben zwei Skillpoints. Ah ja, geil. Intelligence, Defense. Dexterity, ich muss mich mal kurz hier um den Mongo kümmern. Aber ganz ehrlich, ich warte ein bisschen, weil ich habe Magier noch nicht gespielt, ich skill erstmal nichts. So viel Effekt wird man da jetzt noch nicht sehen, weil ganz einfach aus dem Grund, dass... Man kriegt so Angst, wie viel EP man kommt, ist ja krass, wenn man mockelt. Hey, aber was bringt es dann später? Die Zuschauer, die schon mal den Magier gespielt haben, vielleicht sagen können, welche Skillpunkte man am besten dabei nutzt, weil ich möchte auch skillen. Ich mach einen auf YOLO. Aus einem Zombie sind gerade zwei Bögen rausgesprungen. Ich warte auch mal, ein bisschen lesen zu können darüber. Und nur was hast du bekommen? Ich habe aus einem Zombie sind zwei Bögen rausgesprungen. Richtig nice. Und eine Frage, wie kann ich Kilian meine Schere geben, also seine Waffe? Droppen, oder? Gar nicht. Nee, droppen geht nicht. Du kannst gucken, manche Waffen sind unverkäuflich und manche anderen. Du kannst einem Assassinen eine Schere geben, das geht, aber du... Warte mal kurz. Du kannst halt nur die Waffe benutzen, die auch für deine Klasse da ist. Du kannst ja, genau. den Stick weitergeben, zum Beispiel an den Krieger, oder der kann damit nichts anfangen. Deswegen, ja, aber er kann die Waffe ertragen, deswegen. So, du kannst mal versuchen, mit ihm zu traden. Der legt dir irgendwas rein, keine Ahnung, irgendeinen Emerald oder sowas. Warte, /duel? Nee. Man weiß nicht, wie das gehen. Vielleicht /trade, wer weiß. Ja, stimmt, Trade. Genau, und dann den Namen. Echt jetzt? Ja, ich hab die nebenbei offen, die, Genau, es gibt ein Trade-Scene, da müsst ihr ein bisschen Wolle angezeigt werden. So. Hier, jetzt ist offen. Genau. Confirm Trade. So, jetzt leg einfach deins rein und dann. Ich weiß nicht, was ist denn ein Clockstick? Ich werde angegriffen. Ein Clockstick? Das ist was für ein. LOL. Confirm Trade. Hä? Also ich müsst ihr beide was reinlegen, wenn ihr ready seid, halt logischerweise dann die Wolle anklicken. Jetzt machen wir auf grün oder auf das gelbe? Ja, müsst ihr machen. Ja, jetzt habe ich es bekommen, krass. Aber das ist genau das Standardding. Ja. Ach so, okay. Wie komme ich aus dem Schloss wieder raus? Aber wir haben es schon mal rausgefunden. So, das Schloss ist es schon das Ende. Da müssen wir jetzt gleich alle hin, denn das war den König erreicht. Das war schon, das ist jetzt nur das kleine Intro-Tutorial, wo wir jetzt gerade sind. Und zack, wir sind alle da. Ich muss sagen, es ist schon ziemlich witzig. Schon ziemlich geil gemacht. Von mir, das Bild ist geil gemacht. Ja. Oh. Und dann müssen wir mit dem King reden, denn wir sind jetzt angekommen, wir haben den Weg verfolgt und wir sind jetzt gleich auch, das war jetzt das Ende vom Tutorial gleich. Ich hab das Bedürfnis, diesen Golem zu schlagen. Ja, mache ich gerade. Ich muss nochmal gucken, was ist denn eigentlich jetzt hier. Der schlägt aber nicht zurück, gell? Ja. Kann man ihn töten? Ja. Den könnt ihr auch nicht töten, da müsst ihr ganz viele sein, die da drauf hauen. Er hat 25. doch Herzen in den Augen. Ja, weil der ist Level 25, den kriegt er nicht down. Bei mir schwebt der. So, dann spreche ich mal mit der Königin. Königin. Also bei mir ist die Königin. Bei mir auch. Bei mir auch. Bei mir King. Eine heiße. Ja, weil das eine Büchertante, eine Büchereimitarbeiterin ist. Okay, bei mir gab es gerade ein paar Lags oder so. Ich rede mal kurz mit der und werde das Ganze auch wieder übersetzen, damit es auf Deutsch ist. Ah, ein Leute. Rekrut ist gerade erst angekommen, genau richtig. Willkommen in der Provinz von Vin. dieses Fortress hier heißt Ragni, oder diese Stadt, diese Festung. Diese Settlement, was auch immer. Eine der ältesten und schönsten Städte oder Plätze, die du finden kannst. Unser Job ist es, den Wachstum der Monster zu verringern, die hier in der Gegend langsam anfangen, mal mehr zu werden. Und du möchtest dich vielleicht ein bisschen umschauen. Die windcraft.com Map, wir haben auch eine Live-Map, ist ein ziemlich guter Startpunkt, weil da kann man sich orientieren. So, wir haben eine Ragni Teleportation Scroll bekommen und mit der können wir uns relativ schnell wieder in die Stadt zurück teleportieren, falls wir irgendwie in Gefahr kommen oder so. Einfach so zur Sicherheit. Was so eine Art genau. Leute, ich wollte euch nicht unterbrechen, aber bei mir gab es gerade komplette Lags. Also ich weiß nicht, bei mir ist gerade alles eingebrochen und ich bin vom Game rausgeflogen. Das kommt davon, wenn du irgendwelche Mods benutzt, glaube ich. Ja, am besten sollst du es auch drin. Ohne machen. Ich wahrscheinlich, als du in die Burg teleportiert wurdest. Genau, dann ganz deswegen. Nee, da ging noch. Also auf einmal ist alles eingekracht. Ich glaube, ich hau den Shader raus, weil man soll es irgendwie nicht übertreiben. Jo. Ich glaube, Villager kann man nicht töten, Andi. Schade. Nee, Villager kannst du nicht töten. An sich, die Quest ist, glaube ich, erstmal abgeschlossen. Wir haben gesehen, wir haben was bekommen. Wir haben Experience Points bekommen, 14 Emeralds, die Scroll und wir haben den Zugang zu der, also bekommen zu der Provinz, dass wir raus können aus der Tür. Wir können es vielleicht mal ein bisschen an der Stadt umsehen. Ja, ich werde gerade nicht mehr geportet, also es geht wieder mal nicht. Ich weiß auch nicht, warum.
Ja, wie gesagt, dann in Zukunft einfach Dings wechseln. Ja, wir gucken uns mal ein bisschen die Stadt an. Es ist gerade Nacht. Wir haben uns jetzt den Tag hier durchgekämpft durch das Tutorial. Hier gibt es Rüstungsshops einerseits, wo man sich halt Zeug kaufen kann. Im Wesentlichen finde ich aber, es lohnt sich nicht, da zu kaufen. Ich habe ja so schon ein bisschen gezockt. Und im Prinzip das meiste, was man braucht, das findet man. Und ja. Kann man die Villager töten? Kannst du nicht töten. Die kannst du leider nicht töten. Wäre zu schön, hm? Und ich würde sagen, wer gerade jetzt noch spielen kann, nicht irgendwo festhängt, kommt mal mit. Wir gehen mal aus der Stadt raus und leveln da vorne ein kleines bisschen. Weil, wartet auf mich! Ja, wo bist du gerade? Bist du im Schloss? Ich bin gerade rausgerannt. Ich will gerade nicht einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Immer weiter geradeaus. Hey, ich bin bei euch noch in der Party drin, also, oder? Ja, ja, das wurde auch angezeigt. Da wurdest du dann orange, als du raus warst. Also, das funktioniert echt super hier. So, und wir sind jetzt hier draußen vor den Toren der Festung in einer etwas weiteren Gegend, wo wir ein bisschen Zombies klatschen können und leveln können. Das Problem ist, dass jetzt halt so viele hier sind. Das ist halt der Nachteil, ne? Es gibt übrigens auch Pferde, wie ihr sehen könnt. Das ist halt das Anfangsgebiet. Anfangsgebiet, genau. Deshalb ist hier gerade viel los. Im Normalfall, wenn alles allein ist, kann man einfach rumrennen, so 20, 30 Zombies auf einmal anlocken, dann mit dem Stick übelst schnell killen, dann levelst du wahnsinnig schnell. Wo seid denn ihr alle? Ich sehe euch gar nicht mehr. Draußen vor der Stadt, einfach geradeaus. You're now level 5. Ich bin auch Level 5. Was, ich bin Level 5? Ja, ich auch schon. Krass. Ich habe irgendein Pulver bekommen. Ja, das Pulver ist gut, damit kannst du Sachen verzaubern später. Potion of Healing habe ich bekommen. Habe ich jetzt schon verzaubert. Oho. Du kannst ja jetzt auch gleich schon verzaubern. Aber ich würde den Anfangs, würde es nicht auf der Anfangswaffe verschwenden. Nee, ich habe nicht die Anfangswaffe genommen. Ich habe da so eine Waffe genommen, die ich gefunden habe. Was ist denn der Clockstick? Ist das was für die Magier? Clockstick, ich glaube ja. Also alles, was Sticks, hat für alles, alles, was ein normaler Stick ist. Damage 1 bis 11, Mindestlevel 9. Ja, gut, Unique Item ist stark für dich. Aber wir haben natürlich noch ein paar Quests. Da kann ich euch dann ja geben. Ja, genau. Wollen wir gleich mal nach dem Quest gucken? Können wir machen. Und zwar der nächste Quest muss irgendwo. Ich glaube, der ist noch in der Stadt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, von welchen redest du gerade? Die haben ja immer so einen Namen. Mal kurz. Ancients Brother müssen. Wir müssen zu Enzern. Ich weiß nicht, ist der irgendwo? Mit den Enzern? Nee. Wir müssen noch einen Tag weiter sein. Ich weiß, hier irgendwo ist noch ein Quest. Er ist ein Pikmin. Ey, das CAD. Ja, dem habe ich gerade was von dem Server geschickt und da kam der Verman hier. Lol, Pikmin Level 15, läuft bei dem Viech. In Nether kann man auch gehen, habe ich gelesen, ne? Ja, das ist quasi PvP-Zone. Ah, der Wuth, der Dings, der klatscht euch aber instant, der 15er Pikmin, gell, nur so nebenbei. Echt? Ja. Geht. Müsst ihr aufpassen. Ich klatsch den gerade. Er ist tot. Müssen auf Entfernung bleiben. Alter, ich komme noch gar nicht klar auf diesen Zauber-Kombi-Krack. Ja, muss nicht angewöhnen. Einfach die Kombi üben und dann, ja. Ey, du klaust meinen Kill hier. Wir sind die beiden Magier an der Front. Die Frontschweine. Ja, leider, ich bin eher so hinten. Bin ich noch kein Porky. Ich lass lieber so, euch wo seid ihr denn gerade so? Wir sind ein bisschen weiter nach vorne gegangen, weil ich bin gerade versuchen nach dem nächsten Quest. Level 6. Wir wollten, ja genau, wollen wir den Quest-Fuzzi mal suchen? Ich glaube, ich bin auch schon wieder zu weit. Irgendwo steht er rum. Und zwar Enzan heißt der Typ auf Level 1. Müssen ein bisschen was für seinen Bruder machen. Ich weiß nicht, wo der rumsteht. Such mal den NPC Enzan. Gibt es irgendwie so eine Art Map? So. Closer the exit of Ragni. Also gleich schon vorne beim Ausgang. Da müsste er stehen. Wir sind ja schon viel zu weit. Ich glaube, wir sind vorbeigerannt einfach an dem. Also zurück in die Stadt, ja? Zurück in die Stadt, ja. Weil wir sind vorbeigerannt, weil wir so wütend waren auf die Mobs. Fleisch, ja. Fleisch. Wir müssten töten. Leute, es geht denn hier ab? Ich bleib lieber mal als Spark hier. Spark kennt sich hier aus. Ja, Däum, warte mal. Gehen wir zurück zur Stadt dann und suchen den. Ja. Tod den Zombies. Ja. Weil hier, den was, Zombies. Ach nee, Merchant ist immer Verkäufer, ne? Ja, ja. Ah, das ist ja Spark. Ich würde beim Archers irgendwie, wenn ich erstmal schieße, ist das Vieh schon tot von euch. Das kann ja, dann sein. Lass mal. Der ist hier direkt am Ausgang. Den suchen. Direkt noch in der Stadt, wo er am Ausgang ist, ja. Yay, Captain Obvious. Also manchmal liegen hier Sticks rum, die ich nicht aufnehmen kann. Manchmal kann ich sie aufnehmen. Also ja, das ist daran, weil das andere gemacht haben oder andere das Ding getötet haben und die haben natürlich das Recht erstmal auf das Loot, bevor es jemand anderes klaut. Es dauert ein bisschen, dann kann man es einsammeln. So, ich rede mal mit Enzan und dann übersetze ich gleich wieder. Aber das muss schon immer jeder machen, damit das aktiviert wird. Ja, immer jeder machen. Immer jeder den Typen anklicken. Okay. Ja. Ich sehe, du willst nach draußen in die Wildnis. Mein Name ist Enzan und ich bin ein Ritter im Ruhestand. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens draußen mit Kämpfen verbracht für die Ragnis Armee, genauso wie du. Ich weiß, wie schwer es sein muss, ein Rekrut zu sein zu dieser Zeit,
Also habe ich etwas, was dir helfen könnte. Nun, naja, ich habe es nicht ganz, aber mein Bruder hat es. Einfach dieser Straße folgen, er ist bei dem Eingang von dem Nivla Forest oder von Nivla Wald. Du kannst ihn gar nicht verpassen. Sag ihm einfach, dass ich dich geschickt habe. Er kann ziemlich Arsch sein, manchmal zu Fremden. Okay. Okay. Also Ensans Bruder finden. Genau, dem sein Bruder finden. Der wird da vorne beim Eingang von dem oder beim Anfang vom Wald sein. Ja, okay. Das ist ein bisschen weiter draußen. Müssen ein bisschen durch die Mobs durchschlagen, die an den Straßenrändern auf uns lauern. Und die killen die schon alle. Ja, einfach nebenbei killen und draufhauen und dann wird bestimmt besser später, wenn die auch langsam, also wenn die mehr Zeit brauchen, um sie zu töten. Ja, ja. Ihr seid doch sofort an der Front, wenn ich mal einen Schuss ankomme, ist das Vieh schon tot. Ich schieße einfach nur auf die Leiche. Du hast halt, du kriegst aber halt nicht hier dieser Merchant, ne? Nee. Das, der, dem sein Bruder heißt, warte mal kurz, kann man nachgucken. Dem sein Bruder heißt, einfach Anthons Brother. Ich glaube, da ist so Anthons Brother. Find Anthons Brother, der genau. Der steht vor dem Waldeingang und das ist ein bisschen weiter vorne. Der Wald ist düster, wenn wir die live verfleben, vielleicht. Ist ein düster Wald. Wald. Ja, also man kann nicht durchgucken nach oben, es ist alles komplett bedeckt. Und also wer vielleicht Wald. Nicht aufnimmt und die nicht aufnimmt und die Map nebenbei offen hat, der kann da ja mal ganz kurz einen Blick drauf werfen. Und ja. Und nebenbei die erste Folge ist gleich schon voll, ne? Ja, genau. Jo. Ich würde sagen, wir gehen noch kurz zum Bruder. Genau, ja. Müssen wir einfach durchlaufen. Und dann machen wir einen miesen Cliffhanger. Genau. Folgen werden wir den Bruder finden. Straße. Wie wird es weiter? Wird der Bruder zu seinem Bruder zurückfinden? Just follow me the wird der Bruder mit uns reden. Road ahead. Doch, toll, fettes Vieh, ich will das Vieh haben. Das ist ein Zombie-Pferd. Das gehört dem trotzdem einen. Haben. Ja, das kannst du nicht hören, das ist, gehört dem Spieler. Ah, hier sind jetzt auch Level 3 Zombies. Zombies. So, einfach Zombie. Jetzt immer weiter der Straße lang. Ich sehe euch gar nicht mehr. Ja, wir sind, glaube ich, gerade stehen geblieben. So, ich bin bei ein Haus! Ein Haus? Der heißt Therek. Ein kunterbuntes Haus. Richtig, hier ist ein Haus, da ist... Ey, ich hab was gefunden. Ich hab was Geiles gefunden. Ich hab was Geiles gefunden. Was? Geiles? Kommt sofort zu diesem Haus, das ist mega geil. Das kleine Haus denn? Ich bin zwar gerade schon bei dem... Hier ist so krasses Versteck. Bei welchem Haus? Ich bin auch beim Haus. So ein kleines, so eine ganz kleine Hütte gegenüber von dem Potion Merchant. Andi, lass Kiel mal vorgehen, weil er aufnimmt. Warte. Alle ins Klo, alle ins Klo. Ins Klo? Wo ist ein Klo? Ich muss schnell dringend aufs Klo hier. Secret hier unten. Ja, und jetzt? Ernsthaft, das ist ein Plumpsklo. Ihr habt mich alle alleine gelassen. Das war einfach nicht, das ist ein dicker Reinfall. Ich bin gerade hier mitten auf dem Klo und ihr platzt einfach von unten rein. Es ist ja, ja. Von unten ins Loch gestoßen. Quasi. Das Plumpsklo war ja wohl ein Reinfall. Warte jetzt, Mark, bist du einfach die Straße weitergegangen? Ich bin die Straße weitergegangen, ich bin die Straße wieder zurückgegangen. Zum Anfang, weil ich euch gesucht habe, jetzt gehe ich die Straße wieder zurück. Ihr lasst mich ja voll alleine. Aber an welcher Stelle steht ihr denn jetzt? In ach, etwa? Da seid ihr, oder? Seid ihr hier? Nee. Da, ich unbedingt in die Toilette wir sind gerade auf Höhe des Potion Merchants. Ich such den gerade, den Vogel. Ich bin bei zwei Häusern, dazwischen sind wir gerade. Da seid ihr. So, noch weiter, da genau, vorne noch bei weiter. Dem Torbogen vielleicht? Kleinen Stück weiter noch. Dann versuchen wir mal. Vorne bei dem Torbogen ist es schon, weil hier fängt nämlich der Wald lass an. Lass uns nicht wieder von allem aufhalten. Genau, so. Das ist halt blöd in diesen Spielen. Und da, nee, Terk. Genau, das ist ja vielleicht. Der Bruder von dem. Und wie es weitergeht, das seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, es ist einigermaßen interessant. Es gibt jede Menge Quests, die wir zu tun haben. Es gibt noch weitere Dungeons. Wir können leveln, alles Mögliche. Ich hoffe, das Projekt ist cool. Und Dungeons gibt es natürlich auch coole Bosse mit coolen Drops und so. Genau. Einfach dann, was sagt ihr? Einfach ein Feedback hinterlassen. Findet ihr das Projekt cool? Und vielleicht eine Bewertung abgeben. Würde uns freuen. Und dann sehen wir uns auch schon ganz genau. Am Freitag wieder. Genau. Bedanken fürs Zuschauen. Genau, denn heute ist Mittwoch. Ja, bedanken fürs Zuschauen. Und tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.